Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge habe ich die Göttin Aphrodite wieder zum Leben erweckt sozusagen, also zurückgeholt, dass sie ihre normale Gestalt annehmen kann. Und sehe hier, dass hier noch 1, 2, 3 andere Teile frei sind. Ich vermute mal, dass wir da auch Götter ja, einfügen können, beziehungsweise befreien können. Kann er da hinten mal ein bisschen leiser trainieren. Ares haben wir ja noch hier. Dann Hain des Kleos. Kleos sagt mir jetzt ehrlich gesagt... Ach so, erkunde die Region von Athenas Statue. Ah, es geht um Athena hier. Okay, und hier haben wir Hephaistos. Okay, dann sind das wahrscheinlich hier die drei Götter, die wir noch holen müssen. Und ich denke mal, dass wir dann als letztes zum Königsgipfel hochgehen sollen. Ich würde jetzt ehrlich gesagt gerne mit euch, hier ist er gewesen, mit euch Achilles versuchen, dass wir diese Quest jetzt erstmal machen. Ich habe aber schon sehr, sehr viel Negatives gehört, dass der wohl ziemlich tricky sein soll. Deswegen weiß ich nicht, ob wir das schaffen werden, aber ja, wir versuchen es auf jeden Fall. Jetzt muss ich überhaupt erstmal wieder überlegen, was ich hier drücken muss. Moment. So. Ist das jetzt dieser große rote Bereich da hinten? Ich befürchte, dass es genau da ist, wo wir hin müssen. Ja, mein Phönix ist immer an meiner Seite. Das finde ich schön. Ja, das sieht mir doch sehr danach aus. Müssen wir hier irgendwo runter. Geisterversteck. Okay, die werden wir noch kurz mitnehmen. Ich weiß, da waren noch jede Menge anderer Bäume. Aber die paar nehmen wir noch eben mit. Damit wir zumindest ein paar Granatäpfel haben. Können wir denn so direkt da rein? Das ist jetzt die große Frage. Achilles Schattenheld. Okay. Auch wieder ein Rätsel. Ich habe es befürchtet. Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die alle meinen, dass der Gott schwierig ist oder dass das Rätsel schwierig ist. Wir werden mal schauen. Ich denke mal, das Ding wird mich kaputt machen, wenn ich da drauf gehe. Eine Kugel, okay. Die geht nach oben. Die geht da hoch. Wahrscheinlich muss ich sie jetzt da abfangen, oder? Ne, die ist da oben. Ah, muss ich nochmal den... Ja, ich muss nochmal den... Ich hab's geahnt, oh mein Gott. Okay. Okay, das geht noch. Aber ich befürchte, das wird noch schwieriger werden. Okay, kommen da jetzt Dinger hoch? Ja, perfekt. Da ist Feuer, das ist nicht so perfekt, aber naja. Oh, jetzt bin ich ein bisschen schnell. Okay. Oh Gott. Was passiert jetzt hier? Immer erstmal beobachten. Kugel geht da hoch. Geht da rüber. Und bleibt jetzt da drin hängen oder wie? Nee. Oh, jetzt geht sie zurück. Oh. Oh, das ist aber schnell. Oh, das ist gar nicht gut. Dann muss ich von da, dann darüber und dann muss ich versuchen, da die Kugel aufzuhalten. Oh Gott. Wie soll ich das denn schaffen so schnell? Lauf, 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 lauf. Oh, okay. Ich habe aber keine Ahnung, wo die jetzt hin muss. Scheiße.
Kann ich mich jetzt hier gleichzeitig umschauen? Ja. Da geht's hoch. Die Frage ist, muss sie überhaupt dahin? Da muss auf jeden Fall nicht hin. Okay. So, bleib mal kurz hier liegen. So ist gut, bleib mal eben da liegen. Also, wenn die da hochgeht, ist die Frage, ob die dann auch da hochgeht. Ah, hier ist das Ziel. Okay. Das heißt, ich müsste theoretisch, denke ich mal, mit der Kugel da hoch. Und wenn ich einen Fehler mache, muss ich alles wieder von vorne anfangen. Oh Gott. Ich ahne so langsam, warum das so schwierig ist. Okay. Das ist jetzt aber wahrscheinlich besser, wenn ich die jetzt von oben runter fallen lasse, oder? Dann hätte ich noch was Zeit. So, dann könnte ich direkt darüber springen. Die Frage ist jetzt... Ach nee, ich muss die Kugel wahrscheinlich von hier abfangen, oder? Oh Gott. Nein! Och, ich wusste es. Warum lässt die los? Oh, das ist nicht euer Ernst jetzt. Das ist doch scheiße gemacht. Aber es war so klar, dass ich es jetzt definitiv erstmal verhauen werde. Es geht unten. Okay, dann kann ich hier auf jeden Fall... Na komm. Das ist doch echt scheiße gemacht. Okay. Puh. Lauf, 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 lauf. Okay. Oh, doch. Die lässt automatisch los. Das ist doch scheiße. Nein. Geh da hoch. Was macht die? Oh, nein. Lass dich los. Oh, scheiße. Okay. Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Moment, jetzt muss ich mal eben mit der anderen Hand hier hantieren. Oh, Gott. Okay, das hat schon mal funktioniert. Da wird es jetzt wahrscheinlich noch beschissen, aber bei meinem Glück. Okay. Stehen wieder Geister davor. Ne, das ist nur, um sich zu heilen. Ne? Oh oh. Ach ja, super ausgewichen. Oh, scheiße, nimmt der wieder Schaden. Okay.
Wieso weicht die nicht aus? Scheiße. Ja, ich muss erstmal. Hallo, wieso kann ich den Trank nicht nehmen? Willst du mich verarschen? Nein, weich doch mal aus! Wieso nimmt die den Trank nicht? Wo bin ich jetzt? Scheiße! Boah. Komm schon. Boah. Und mit einem letzten Schlag fand der verfluchte Schatten des Achilleus ein Ende. Boah. Ja, ich hab's jetzt verstanden. Links ist die Heilung, nicht rechts. Es hat doch funktioniert. Nur, aber ich verstehe nicht, warum der dann den Ausdauertrank nicht genommen hat. Ja, wahrscheinlich, weil die Ausdauer an sich aufgeladen war oder so. Boah, also. War schon heftig. Also, wenn das nicht so, ja, ich sag mal, zu 90% perfekt funktioniert hätte mit dem Ausweichen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das ein richtig, richtig heftiger Kampf geworden wäre. Also es ist auch so ein heftiger Kampf gewesen, wie ich finde. Allerdings ist er natürlich dadurch, dass ich gut ausweichen konnte in dem Moment und dann immer harte Angriffe drauf machen konnte, ist er nicht ganz so dramatisch gewesen, wie ich es jetzt gedacht habe. Boah. Hallo? Gott sei Dank, was geht jetzt? Eieiei. Ach, das ist gar nicht hier. Moment. Das ist wahrscheinlich da ganz oben. Ups, ich nehme auch mit. Und wir nehmen natürlich noch das Ambrosia mit, was ich gerade irgendwo hier sehe. Und irgendwie jetzt gerade nicht mehr sehe. Einmal den. Und einmal denke ich mal hier ganz oben drauf. Jetzt wird mir die ganze Zeit hinten das angezeigt. Oh. Okay. Geh doch mal da hoch, Mann. Ich bin aber lieber, wenn ich den anderen angreifen könnte. Das Problem ist, die kriegen das jetzt mit, oder? Oh, Scheiße. Also das mit dem Ausweichen in der Luft müssen wir irgendwie noch üben. Oh, komm schon. Ja.
Oh, perfekt. Okay, ich war jetzt nicht darauf eingestellt, dass jetzt hier Gegner sind. Sehr schön. So, dann schauen wir nochmal eben auf der Karte nach, was wir denn eigentlich noch machen können. Hier ist noch was. Erforsche die Auswirkungen von Typhons Raserei. Die Goldinsel mag schön sein, aber sie wurde von Typhon verdorben. Wie kann eine Welt, die derart von der Finsternis umklammert wird, nach vorne blicken? Gut, das könnten wir jetzt theoretisch... Ich weiß aber natürlich leider nicht, wo jetzt noch ein legendäres Tier ist. Also können wir das jetzt in dem Sinne auch nicht machen. Was wir noch machen könnten... Hermes führt mal wieder was im Schilde und hat eine Überraschung für Phoenix vorbereitet. Hinter einem Portal bei den Schmetterlingsfelsen. Das könnten wir uns mal anschauen. Da können wir sogar hinreisen. Da, genau. So, jetzt muss ich mal schauen. Ach so, sollte ich vielleicht auch markieren vorher die Quest. So. Damit wir die auch immer im Blick haben. Wo ist denn der jetzt? Wahrscheinlich da oben, oder? Dann wäre es eigentlich besser, wenn wir da anders hingehen würden. Ich probiere es mal von der Seite, weil ich denke, dass der wohl hinten ja in dieser Halle ist. Kommen wir da hier schneller hoch? Da oben ist irgendein Gegner. Oh, den nehmen wir doch mit, wenn das direkt hier vor unseren Füßen liegt. So, dann mal schauen. Dich nehmen wir auch mit. War hier nicht gerade auch noch was? Lass doch mal los. Spring doch mal dahin. So. So, dann mal schauen. Ne, hier geht's, glaube ich, noch nicht, oder? Es geht rechts rum. Oh. Der ist das. Den hatten wir doch schon mal. Haben wir das Rätsel hier eigentlich gemacht? Doch, ich glaube ja, ne? Dann kann ich das jetzt mit ruhigem Gewissen ignorieren. Aber ich höre hier eine Lyra. Tschüss. Du bist die Lyra. Ja, perfekt. Ich brauche was zu schreiben. Wo ist mein Zettel? Ich finde meinen Zettel jetzt gerade nicht. Nimm mal einfach einen neuen. So, spiel mir was vor. Achso, ich sehe gar nichts. Mist. Das war jetzt doof. 2, 4, 1. Okay, 2, 4, 1. Hab ich aufgeschrieben, werde ich dann bei der großen Lyra mal abspielen. Ach, das ist doch links. Oh Mist. Shit. Okay, da müssen wir darüber. Ah, bin ich mal wieder falsch gelaufen, wie immer. Ist er denn da unten oder ist er da oben? Das ist die Frage. Ach, dann sind wir auch in der Nähe von der Lyra. Schaffen wir das noch, da oben drauf zu kommen? Ja, wird knapp, aber ich denke... Ja, schaffen wir noch. Ach, da ist das. Okay, dann gehen wir aber nochmal kurz zu der großen Lyra hier oben. Wo wir quasi gerade herkamen. Ja, wir sind jetzt mal einmal die Runde gelaufen, aber ist nicht schlimm. Jetzt weiß ich wohl nicht, ob wir das nicht eventuell schon gemacht haben, weil es so offen
da rumstand. Das nehmen wir noch mit. Komm, sammel ein. So, wir probieren es einfach mal. Ich meine, ich merke mir ja auch nicht alles, was ich jetzt hier mal eingegeben habe. Ja, spring einfach hoch. Das geht viel besser. So, 2, 4, 1. 2, 4, 1. Ah, perfekt. Und ich weiß, irgendwo habe ich mir auch noch das andere aufgeschrieben, aber ehrlich gesagt finde ich den Zettel jetzt nicht. Da muss ich nochmal nachgucken, das können wir dann in einer anderen Folge nochmal machen. Dann würden wir hier noch das dritte wegbekommen. So, wo war das jetzt da vorne, ne? Ich sammle jetzt hier mal nicht alles ein, das kann ich dann mal nebenbei machen, würde ich sagen. Wenn ihr da nicht dabei seid. So, schließe Hermes Prüfung ab. Ja, dann würde ich allerdings sagen, da ich davon ausgehe, dass das doch noch ein bisschen länger dauern wird, ja, bis wir die Prüfung dann wirklich geschafft haben, dass wir das dann in der nächsten Folge machen. Und ja, ehrlich gesagt, ich bin schon ganz schön gespannt, was das für eine Prüfung für uns ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao!